Hallo liebe Laserschweiß-Fans zu einer neuen Folge der Alpha-Wälder. Ich begrüße euch mal wieder. Ich bin's, der Thomas. Und heute habe ich mir eine Vorgabe gemacht, Hartauftragschweißen. Viele von euch haben das schon mal gehört. Ich habe mir hier einfach mal so einen Stahl, einen typisch 1.2379 oder 2767, was auch immer, ganz typische Werkzeugstähle, die einfach auch mal hart aufgetragen werden müssen für Schneidwerkzeuge, Schneidkanten und so weiter. Das Thema möchte ich euch heute einfach mal näher bringen und freue mich, euch da hoffentlich ein paar Infos geben zu können und ein bisschen weiterhelfen zu können. Bevor wir anfangen, möchte ich euch zeigen, was wir für eine Härte jetzt hier in der Oberfläche haben. Dazu habe ich mir hier einfach mal so ein Messgerät vorbereitet. Das ist hier so ein Vickers, weil das ist ein bisschen genauer. Auf jeden Fall kleines handliches Messgerät. So, dann ist das jetzt auch schon an. So, das heißt, ich mache jetzt einfach mal so 10 Messpunkte. Genau, so. Und dann sehen wir schon mal, wo die Oberfläche bzw. die Härte hier hingeht. 8. Dass man so einen Mittelwert halt einfach mal hat. Ja, da sind das jetzt 11 Messpunkte. Ihr seht das hier, 724 Vickers. Das sind, ich habe mal hier so eine kleine Tabelle mir mal ausgedruckt, wenn ich jetzt bei 700, da bin ich hier oben, 724, das ist ziemlich hoch, das sind wir schon im 61er HRC-Bereich. Ja, genau, und das will ich euch jetzt einfach mal zeigen, wie man das auch mehrlagig aufschweißen kann, ohne dass wir da Risse drin haben. Und da wollen wir mal loslegen. So, also kommen wir nun zu der Praxis. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie man das Ganze schweißen kann. Und dazu habe ich mir erstmal einen dünnen Zusatzdraht genommen. Das ist hier in dem Fall ein 0,4er Zusatzdraht, sehr hochlegiert, dass ich eben wirklich auch meine Härte erziele. Typischerweise, wer sich damit so ein bisschen auskennt, weiß, dass ich in der ersten Lage meine Härte noch nicht ganz erreichen werde, weil ich halt eine Aufmischung mit dem Grundwerkstoff habe. Deshalb macht man in der Regel mehrere Lagen. Ich werde jetzt den Laser mal anmachen, werde mal ein bisschen schweißen, zeige euch das jetzt einfach mal. So, Joystick noch anmachen. So, okay. Mal gucken, ob das so funktioniert. Genau. So, jetzt mache ich einfach mal so ein paar Raupen. Mal schauen, das Gas vielleicht noch ein klein bisschen korrigieren. Ja. Und dann machen wir einfach mal so ein paar Flächen oder so ein paar Raupen, dass wir eine Fläche mal herkriegen, als wenn wir Material wirklich aufbauen wollen, dass wir halt einen Defekt wieder herstellen. So, das Ganze ist eben ein bisschen relativ heikel vom Prozess her. Man darf jetzt nicht zu viel Wärme reinbringen, weil die Wärme, die wir reinbringen, die muss irgendwie auch wieder raus. Und die Risse entstehen typischerweise in der Erstarrungsphase. Das heißt, während des Abkühlens des Schweißgutes. Und daher müssen wir halt wirklich gucken, dass wir nicht zu viel Energie reinbringen, nicht zu lange auf der Stelle umherfahren und vor allem nicht leer drüber herfahren, also nicht nochmal leer drüber glätten. Das macht das Ganze dann wirklich ein bisschen schwierig. Aber wir haben so viel Energie eingebracht, dass wirklich der Zusatzwerkstoff und der Grundwerkstoff sauber geschmolzen sind. So, jetzt habt ihr das gesehen. Das ist praktisch die erste Lage. Der Einbrand, das ist hier in dem Fall der Bereich zwischen Schweißgut und Grundmaterial, der ist sehr, sehr gering. Das heißt, da ist an der Seite kaum eine Kerbe drin,
so dass ich da halt wirklich auch keine Schwierigkeiten habe, wenn ich das Ganze wieder nachschleife, nachpoliere oder nacherodiere. Wobei, wir haben, vielleicht der ein oder andere hat das von euch schon mal gesehen, erodieren habe ich gerade angesprochen, ist im Prinzip für eine harte Oberfläche eher ungünstig, beziehungsweise für den Draht hier eher ungünstig, weil da kann es sein, dass ich dann eben noch ein paar Reste von der Naht sehe, weil das ist, dieser Draht ist einfach nicht fürs Erodieren gedacht. Der ist halt wirklich einfach nur schlaghart. Und wenn ich von schlaghart spreche, dann rede ich über irgendwo im Bereich 58, 60 HRC, teilweise auch schon drüber. Und das ist dann eigentlich auch eine schöne Sache, gerade für Schneidwerkzeuge, für irgendwelche Wellen oder verschleißbelastete Bereiche, dass wir da eben wirklich die Härte wieder hinbekommen und das Ganze relativ schön abarbeiten können. So, jetzt habt ihr gesehen, jetzt haben wir die zweite Lage schon drauf und irgendwie sind glücklicherweise immer noch keine Risse da drin. Das ist ja auch das Ziel des Ganzen. Jetzt werde ich auf jeden Fall noch eine dritte Lage da aufschweißen, um einfach auch zeigen zu können, dass man das Ganze wirklich auch mehrlagig hinbekommt. Ich muss allerdings dazu sagen, es wird auch Situationen geben, wo das nicht so funktioniert. Das kommt wirklich auf die Oberfläche an, wie praktisch die Oberfläche wirklich vorbereitet ist, wie das Härten funktioniert hat, was da wirklich in der Oberfläche eventuell eindiffundiert ist. Das sind immer so ein paar Faktoren, die da natürlich mit eine Rolle spielen. Aber grundsätzlich kann man das wirklich so machen. Man braucht eben wirklich den speziellen Zusatzdraht. Und wir haben auch von Alpha Laser einen eigenen Zusatzdraht, der da gut funktioniert. Das ist unser ALS60. Der hat wirklich auch eine Härte von bis zu 60 HRC, teilweise vielleicht auch ein bisschen drüber. Das Wichtige oder das Vorteilhafte hier, wenn ich das mit diesem dünnen Draht mache, ich brauche im Gegensatz zum herkömmlichen Schweißen, Wickschweißen zum Beispiel, nicht vorwärmen. Das ist also wirklich ein Riesenvorteil, weil ich da erstens viel Zeit spare und zweitens sehr viel Stress für die Oberfläche erspare. Ja, und jetzt könnte man meinen, ja okay, das hat er jetzt irgendwelchen Draht genommen. Ich zeige euch das mal hier, woran man das auch schön festmachen kann, dass der Draht wirklich hart ist. So, genau, ich stoppe jetzt hier einfach mal ab und jetzt breche ich den Draht einfach mal weg. Klock. Und da sieht man ganz schön, wenn ich hier so ein bisschen davor gehe, das ist richtig an einer richtig harte Bruchstelle. Und das macht das Ganze deutlich, dass das wirklich ein harter Zusatzdraht ist. Bei einem weicheren Zusatzdraht, da muss ich wirklich ein paar Mal hin und her biegen. Das soll es jetzt hierfür erstmal gewesen sein. Da muss ich wirklich ein paar Mal hin und her biegen, um dass ich diesen Draht abbekomme. So, also jetzt zu diesem Thema, was ich gerade gesagt habe, dass wir oder worauf es da ganz besonders ankommt. Ich fange mal so rum an. Es geht um das Thema Härten. Der ein oder andere hat das vielleicht schon mal gehört. Was passiert beim Härten? Wir bringen Wärme in das Bauteil und kühlen das Ganze dann schnell ab. Das heißt, das Abkühlen in der Abkühlphase, da entsteht im Prinzip die Spannung in der Oberfläche, wenn es dumm läuft. Beim Abkühlen nach dem Härten habe ich ja zwei Möglichkeiten. Ich kann einmal in Wasser abkühlen, dann habe ich richtig schnell ein Abschrecken, richtig, richtig spontan abschrecken und ich habe möglicherweise eine spröde Oberfläche. Wenn ich aber in Öl abschrecke, dann kühle ich im Prinzip langsam, gleichmäßig, kontinuierlich runter. Ich habe auch eine harte Oberfläche, aber eher eine zäh-harte Oberfläche. Und das Gleiche haben wir hier bei unserem Laser im Prinzip auch. Wir haben hier eine Funktion, das ist die sogenannte Pulsform. Das heißt, hier arbeite ich typischerweise mit einer abfallenden Rampe. Wenn ich hart auftragen möchte, muss ich die Energie, die Wärme langsam rausbringen. Und jeder einzelne Puls sieht exakt so aus.
Das heißt, ich bringe viel Energie rein, um meine Oberfläche und mein Draht zu schmelzen, halte den ganz kurz da drin und dann nach ungefähr, ja, ich würde sagen, ein Drittel der Zeit, also hier in dem Fall 7 Millisekunden, also nach ungefähr 2, 2,5 Millisekunden, fängt der schon an abzukühlen auf am Ende nur noch 50% der Eingangsspannung. Das heißt, am Ende des Pulses kühle ich im Prinzip die Oberfläche schon ab. Somit habe ich ein sanftes, langsames Erstarren. Der Gegensatz dazu, wenn ich jetzt hier arbeite, habe ich meinen sogenannten Rechteckpuls. Das ist eigentlich so das, womit standardmäßig gearbeitet wird. Da bringe ich die Energie rein. Ich halte die gesamte Energie über diesen gesamten Zeitraum auf der gleichen Höhe praktisch und der fällt dann spontan auf null runter. Also ich kühle, ich würde spontan schnell abkühlen. Und das, wie gesagt, gerade bei harten Werkstoffen ist es nicht unbedingt hilfreich. Das heißt, eine ganz wichtige Funktion, wenn ihr hart auftragen wollt, ist hier meine Pulsform. Also grundsätzlich da sinnvollerweise immer mit einer abfallenden Rampe arbeiten. Wie genau ihr die kreiert, das ist immer so ein bisschen auf die Oberfläche oder auch von der Oberfläche abhängig. Aber das ist im Prinzip der ganze Zauber an der ganzen Geschichte. So, jetzt will ich euch noch ein paar vorbereitete Bauteile einfach mal zeigen. Da habe ich jetzt auch so ein paar unterschiedliche Härten dargestellt. Okay, genau. Also, jetzt seht ihr, das ist jetzt dieses Feld, was ich dreilagig aufgeschweißt habe. Ich denke, man kann das halbwegs erkennen. Und wir haben jetzt hier so eine Oberfläche so von einzelnen Nähten. Und ich möchte jetzt einfach mal die Härte darüber messen. Natürlich macht man das nicht direkt auf dieser geschweißten Oberfläche. Ich habe hier dann mal was vorbereitet. Aber ich möchte mal nur ungefähr, vielleicht findet man hier, dass man, ups, das war ein bisschen schnell gedrückt. So, das heißt hier, dass man schon mal grob sieht, wo wir mit der Härte eigentlich hinkommen. Ja, das heißt, es ist hier sehr ungleichmäßig, weil wir halt einfach keine glatte, ebene Oberfläche haben. Aber durchaus ersichtlich. Oh Gott, das war ein ganz fehlerhafter Wert. Aber wir haben hier auch schon eine schöne Härte. 560 rum. Jetzt müssen wir mal gucken. Da sind wir bei 53 HRC. Wie gesagt, das ist jetzt aber eben auf dieser geschweißten Oberfläche direkt gemessen. Das ist natürlich kein realer Wert. Ich habe hier mal ein paar Proben vorbereitet. Ich habe hier einen 2379 einmal gehärtet und einmal weich gelassen. Und ihr seht, ich habe hier einmal einlagig, zweilagig, dreilagig. Und hier habe ich sogar auch mal fünflagig geschweißt. Wenn man da auch genau hinguckt, auch mit dem Mikroskop da mal hinschaut, dann kann man sehen, dass das wirklich auch rissfrei geschweißt ist. Ich will jetzt einfach mal bei dem Weichen anfangen zu messen. Ja, in der ersten Lage, da rede ich schon mal über 700, 800, 650, 700. Ich mache mal noch ein paar Punkte hier hin. Jetzt mal so mal einen Mittelwert bekommen. So, das sind jetzt 10 Punkte. Wir sind jetzt bei 730 Wickers. Da nehme ich noch mal meine schlaue Liste. 730 Wickers. Das sind wir, da reden wir über ca. 61 HRC. Also ich glaube, da sieht man schon, wo man dann hinkommt mit dem richtigen Zusatzwerkstoff. Jetzt nehme ich mal hier noch die dreilagige Variante. Wie gesagt, auf der weichen Oberfläche, was jetzt auch wieder den Schluss zulässt, dass ich im Prinzip ein, ich sag's mal, kostengünstiges, relativ niedrig legiertes Material auch wirklich hernehmen kann. Genau, jetzt gucken wir mal hier, jetzt bin ich bei dreilagig und ich rede jetzt über 800, da reden wir schon mal wieder über 64 HRC. Ne, was jetzt den Schluss zukommen lassen oder zulassen würde, dass ich wirklich auch einen niedrig legierten Stahl
entsprechend noch verschleißbeständig machen kann oder vergüten kann praktisch mit einer geschweißten Oberfläche. Ja? Und hier bei dem harten, schon gehärteten, auch da ist es möglich, dann entsprechend wieder zu schweißen, auch rissfrei zu schweißen. Wie gesagt, das kommt auch immer so ein bisschen auf die Kontur an. Aber ich denke, ich werde jetzt hier auch mal so eine Probemessung machen, nur dass ihr das einfach mal seht. Ich hatte das im Vorfeld schon mal vorbereitet. Mache ich auch mal hier bei der einlagigen. Mache ich mal 10, 11 Messpunkte, dass wir da mal so ein bisschen einen ungefähren Überblick hinkriegen, wo wir da mit der Härte hinkommen. Ja, das sind wir irgendwo bei 640 Vickers. Da reden wir über 57 HRC. Und jetzt gehe ich mal stumpf auf den, halt mal wieder neu starten, jawohl, mal auf den fünflagigen hier. Da mache ich auch mal so ein paar Messpunkte. So, und da kommen wir, glaube ich, auch auf einen recht guten Mittelwert, 750 HV. Da reden wir über 62 HRC. Ne? Also, liebe Freunde, ich glaube, ihr habt da ein bisschen was gesehen, ein bisschen was Neues kennengelernt. Vielleicht weiß es der eine oder andere. Ich glaube, gerade auch das Thema mit der Pulsform. So aus meiner Erfahrung, viele Leute kennen diese Pulsform. Viele Leute haben daran noch nie was verstellt. Probiert es einfach mal, arbeitet mit einer Pulsform. Gebt mir gerne ein Feedback. Wir freuen uns gerne immer wieder auf Feedback. Firma Alpha Laser bedankt sich mal wieder. Einen schönen Gruß von den Alpha-Wäldern. Und ich war es wieder mal, euer Thomas. Bis demnächst. Ciao, ciao.